Hi Jungs und Mädels, ich bin der Tim Langhoff. Einige werden mich eventuell kennen vom FC. Ich habe in der Jugend beim FC gespielt, bin dann 12 Jahre zu Greuther Fürth gewechselt und spiele aktuell in der Regionalliga Bayern beim FC Schweinfurt. Der Rosi hat mich gebeten, für euch ein Video aufzunehmen mit einer Quarantäneübung, die ihr in eurer Freizeit machen könnt, die ich selber sehr oft mache, um meine Technik zu verbessern. Genau, der Rosi muss leider für mich vor die Kamera treten gleich, da ich noch aufgrund einer Verletzung nicht 100% die Übung machen kann und will. Schauen wir mal, wie er sich schlägt. Viel Spaß. So, jetzt sagen wir mal dem Rosi hallo. Hallo Rosi. Hallo. Okay, die erste Form der Übung ist, ihr sucht euch einen Partner. Das bin in dem Fall ich und der Rosi. Ich werfe ihm den Ball zu und sage eine Richtung, in die er geht, von sich aus gesehen. Also nicht von mir aus, von sich aus gesehen. Das heißt, Rosi, komm mal einen Schritt vor. Ich werfe ihm den Ball zu und sage zum Beispiel rechts. Rechts. Das heißt, er dribbelt, nimmt den Ball an, dribbelt ums Hütchen rum und spielt mit dem Ball zurück. Perfekt. Das ist noch ein bisschen engere Ballführung. Dann ist es gut. Die zweite Variation der Übung ist, ihr sagt nicht davor die Richtung, in die ihr geht, sondern ihr werft ihm den Ball zu und sagt, während ihr den Ball zuwerft, wirft die Richtung. Das heißt, links. Ist dann schon etwas schwieriger von der Verarbeitung her. Genau. Und versucht auch beide Füße zu verwenden, das heißt, genau, sehr gut, Rosi. Die etwas schwierigere Variante der Form ist, ihr werft zu und könnt dann ein paar Spiele einbauen. Zum Beispiel, ihr sagt, wenn ihr rechts sagt, muss er nach links, wenn ihr links sagt, muss er nach rechts. Oder ihr sagt, eine gerade Zahl ist rechts, eine ungerade Zahl ist links oder eine Rechenaufgabe. Das bleibt euch überlassen, wie schwer ihr das haben wollt. Testet euch da ein bisschen rein, weil das ist schon sehr gut fürs, gerade wenn ihr im Mittelfeldspieler seid oder halt allgemein euer peripheres Sehen und eure Orientierung auf dem Platz verbessern wollt, ist das schon sehr gut. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal 2, 3 Würfe und ich überrasche den Rosi ein bisschen, was wir machen. Mhm. Eine Variation ist auch noch, ihr könnt den Ball flach zuspielen und er geht zum Beispiel nach rechts. Sehr gut, er wollte nach links, aber er geht jetzt doch nach rechts, sehr gut. Vorbildlich. Genau, jetzt machen wir 1, 2 Würfe, dass ihr das nochmal seht, wie es abläuft. Und wir machen es mit Zahlen. Das heißt, ungerade ist rechts, gerade ist links. Ihr könnt selber überprüfen, ob er es richtig gemacht hat. Schauen wir mal als Lehrer. Also, 5. Sehr gut. 8. Ich glaube, der Rosi hat es sehr gut gemacht. Ich hoffe, euch hat die Übung gefallen. Das ergibt mir den Daumen nach oben. Ich hoffe, euch hat die Übung gefallen. Testet euch da rein, variiert die gern. Wie gesagt, ich mache die selber auch sehr oft, um meine Reaktion auch zu schärfen und ein bisschen an meiner Technik zu feilen. Kommt gut durch die Corona-Phase, jetzt schöne Feiertage. Genau, bleibt gesund. Ciao, euer Tim.